So, Freunde, willkommen zur Heldenliga. Yay! Das ist scheiße. Es ist so ein Mist, ey. Ja, ich habe gerade den Krieg gemacht. Deswegen, das ist immer schön, wenn man die Heldenliga, wo du weißt, da kriegst du jetzt auch gleich wieder auf der Mütze, dass das immer schön relativ früh am Tag kommt. Dann hat man genug Zeit, damit abzuschließen und dann so ab Nachmittag hat man dann wieder gute Laune. Gucken wir rein. So, wie sieht's aus? Auf C sind wir. Was zum Teufel? Guck mal hier, Heimdall. Die scharfen Chilis und dann gucken wir auf einmal Vale, Palm Fiction. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Warum gewinnst du gegen mich, Vale? Was soll denn der Quatsch? Heimdall war ja wenigstens noch korrekt. Aber Drago und Vale, das sind alles Spielverderber. So, zwei Angriffe im letzten, am gestrigen Tag. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir heute da reinballern. Ragnarok, ja, das ist klar. Okay. Ludwig. Also, vom Prinzip her muss ich den ja eigentlich knacken, ne? Eigentlich. Macht Schaden und belebt wieder. Gut. Milena Garnett ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weißt du was, ich nehme das Team einfach. Na, guck mal, das hat gestern, glaube ich, gut funktioniert. Wir brauchen halt auch Gelb, ne? Ah, okay. Ein bisschen haben wir. Ja, machen wir mal das Match. Das ist erstmal offensichtlich. Wir können dann an den Grünen arbeiten, die uns dann hier das gelbe Match geben. So. Und dann sind wir da erstmal mit Ludwig durch. So, ist in Ordnung. Wir haben nämlich hier unten noch ein Match. So. Okidoki. Jetzt können wir es theoretisch drauf anlegen, dass Khufu feuert. Wir machen Garnett an, wir machen Sif an und feuern die Blauen in Khufu rein. Schade, dass Khufu jetzt natürlich nicht stirbt, sondern nochmal den Senf dazu gibt. So. Dann können wir heilen. Und wir gehen auf den Reviver. Der Reviver muss dann auch zeitnah weg. Das ist schön, dass wir dich auf zweiter Aufladung haben. Dann machst du nämlich schön Damage. So. Mal wieder ein bisschen ghosten. Du heilst, okay. So, Ross kommt auch. Wir heilen erstmal nicht, weil wir spielen rein. Und dann gucken wir mal, ob wir Milena auf die zweite Aufladung kriegen. Schade, kriegen wir nicht. So, du müsstest dich aber eigentlich selber killen. Du bringst Ludwig wieder, das ist in Ordnung. Ludwig hat da eigentlich nichts zu melden, großartig. Muss ich doch mal heilen, weil das tat doch ein bisschen weh. Ach ey, jetzt ist hier wieder gar nichts, oder was? Er hat auch gerade wieder hier extrem schwierig, ne? Als wollte er jetzt wirklich, dass ich hier wieder kassiere. Ich weiß nicht, was Thanatos jetzt in der dritten Aufladung macht. Wenn ich irgendwas, was mir wieder mega am Keks geht, heilt enorm. Ja, gut. So, Ross feuert. Ich krieg ja meine Helden nicht an. Ita könnte ausweichen, gegeben. Achso, Ita wird gar nicht getroffen. So, nimm mal den Spot da jetzt weg. Wir müssen jetzt mal hier Ross killen. Sonst wird das noch ein bisschen unangenehm. Vor allem, weil halt auch Nemesis
den Spotter hat. Das ist jetzt natürlich dann auch wieder mein einziger Hitter. Nur mal so am Rande, ne? Also wieder derjenige, der dafür sorgt, dass es hier unangenehm werden kann. Thanatos ist on fire, was das Heilen angeht. Ich muss jetzt... hör doch auf. Hör doch einfach auf. Lass doch gut sein. So, dankeschön. Und jetzt habe ich die ganze Seite frei zum Ghosten. Also da muss ja jetzt mal irgendwie dann doch nochmal was Gelbes kommen, oder? Haben wir schon so viel Platz. Ja, genau. Mach erstmal dann, ja, so ein Shuffle und geh erstmal dann wieder auf Thanatos. Hast ja recht. Wer bin ich, der dich in Frage stellt, Spiel? Jetzt gehen wir absichtlich auf Thanatos, damit wir Milena auf 2 haben. Löse halt nochmal aus. Ja, das war aber wieder ein größerer Krampf als alles andere. Aber du hast gesehen, wie auf einmal meine ganzen Gelben irgendwie weg waren, ne? Waren halt einfach dann nicht mehr existent. Alles Multihitter. Ja, theoretisch freut sich Sif darüber. Theoretisch. Falls wir sie ankriegen sollten. Wieder ein grüner Diamant. Junge, 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 was soll ich denn damit? Was er mir sagen will, was ich mit diesen Grünen machen soll, ich bin halt noch nicht dahinter gekommen, ne? Ach, natürlich sind wir auch blind. Ja, das war zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Können wir das wegnehmen? Okay, das war schon mal gut. Wollte ich nicht unbedingt. Ach, nee, ey. Ich krieg halt weder meine Milena noch sonst wen an. Also er kann im Endeffekt nur Garnet one-shotten. Also ich mach das jetzt einfach so. Brauch irgendwas da drunter irgendwo. Ah, das liebe ich immer, das ist schön. Das Problem ist, was ich jetzt nicht so liebe, ist, dass wir jetzt hier tatsächlich das Problem gleich haben. Blüte löst aus und klaut mir mein... Blüte muss als... Ich kann sie auch nicht triggern, ne? Das heißt, ich muss eigentlich hier triggern, damit die auslösen und mir einen runterballern hier. Oder, was man natürlich... Ach, ich habe wieder keinen Schutz drauf. Sonst hätte ich gar nicht angehauen. Das könnte man aber machen. Nee, kann man nicht machen. Scheiße, weil Blüte löst ja aus. Wenn ich jetzt den blauen Diamanten mache, löst Blüte aus. Das ist ja okay. Dann wären meine ganzen Boni weg. Dann kommt er. Weil... Das ist ein Stein, der da reingeht. Das wird ihn höchstwahrscheinlich triggern. Oder? Ich probiere es einfach. Triggert ihn nicht. Das ist jetzt sehr gut gewesen. Tatsächlich. Also es gibt irgendwo Mana. Nein, gibt es nicht. Gut. Okay, stopp. So,
So, jetzt machen wir dich nämlich auch an. Da haben wir Glück gehabt, dass hier der Mana-Boost gekommen ist. Ja, das Problem ist einfach der Dodge. 5 Züge, Alter, so lange kann ich nicht warten. Ja, super. Jo, löst doch alle aus. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Hört mal auf, alle auszulösen. Was soll das denn? Fünfhundert, alter Lachs. Ja, wir spielen einfach mal. Ich muss jetzt halt über den Gegenschlag kommen. Ja, wichtig. Reicht das? Oh, es reicht. Oh ja. Du dreckiger. Oh. Ich habe drei Helden. Ich habe vier Helden. Ich habe vier Helden. Und drei davon haben einen Gegenschlag. Und was macht dieser dreckige Hund? Natürlich geht er nicht da drauf. Du bist aber auch so eine richtige dreckige Kanaille, so richtig, boah. Der klassische Arsch, Alter. 800? Ach ja, die kriegen ja Angriffserhöhung. Oh je. Ja, löse nochmal aus, natürlich. Gönn dir. Kann ich das haben? Danke. So, jetzt müssen wir erstmal wieder komplett heilen. Ich brauche halt ganz viel Gelb. Ja, das war okay. Wir haben jetzt wieder Gelb. Das ist schön. Wir können auch heilen. Jetzt gucken wir mal. Ich muss ihn ja da loswerden, ne? Anders kommen wir da ja nicht weiter. So, ich habe drei mitgegeben. Das ist dann nicht dein fucking Ernst, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe drei mit Gegenschlag. Warum gehst du die ganze Zeit auf den ohne Gegenschlag? Das sind die Beispiele, die mich böse machen. Das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann. Warum ist dieses Spiel so ein dreckiges Arschloch? Warum? Warum macht es das? Erzähl mir, sag mir, ist es nur mein Pech? Ist es einfach nur mein Pech? Soll ich das einfach nicht gewinnen? Will er nicht, dass ich das gewinne? Oder was ist hier der springende Punkt? Das Gute ist, jetzt muss er gleich draufgehen. Wobei, jetzt kommt auch gleich schon wieder hier unsere Blüte. Also ich schwöre bei Gott, diesen Drecksack von Sha Wujin, den nehme ich noch mit. Den nehme ich noch mit ins Verderben. So, du dreckiger Hund, Alter. Weißt du was? Jetzt machen wir nochmal 2,5 Minuten hier Powerplay. Und versuchen, dich jetzt auch noch wegzukriegen. Ich bin halt immer so knapp davor, ne? So wirklich knapp davor. Hat er mich jetzt blind gemacht? Ach, ey.
mal, 1007 im Angriff. Willst du mich eigentlich verarschen? Was soll das denn? Und es verfehlt auch wirklich alles. Wie kann das denn alles verfehlen? Ich bin doch gar nicht blind. Ui. Wie kann das alles verfehlen? Erzähl mir. Wie geht das? Warum steht da so oft verfehlen, wenn ich offiziell einen Schutz von Garnett drauf habe? Ja. Nein. Das ist ja der Vorteil. Die machen halt so extrem viel Schaden bei sich, weil sie halt auf den Gegenschlag gehen die ganze Zeit, ne? Das ist natürlich auch eine super Sache. Aber das hilft mir halt auch nicht. Wenn sie sich jetzt gleich wieder komplett hochhält. Sekunden, Alter, ich... Dann kannst du einfach nur heulen, wirklich. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Also... Bei aller Liebe, ne? Aber das ist halt einfach null! Wofür null? Weil Timeout ist, oder was? Ja, dann wäre ich doch schon eher rausgegangen. Wenn ich weiß, dass Timeout null gibt, Alter, dann gehe ich nach 5 Minuten gehe ich raus. Dann spiele ich diese Scheiße doch gar nicht mehr. Oh. Also wirklich, das ist ja nicht dein fucking Ernst. Ach je. Junge, Junge, Junge. Also so ein Scheiß habe ich ja jetzt auch schon lange nicht mehr erlebt. Was zum Teufel? 0 Punkte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin halt echt ratlos. Das ist ja der gröbste Unfug. Ja, und natürlich gibt's hier wieder gar nichts. Ach, ey, ich will diese Liga nicht spielen. Ich will's einfach nicht machen. Ich hab da keine Nerven mehr für. Wirklich nicht. Er wird auslösen, das weiß ich. Ich hoffe, er hat da auch richtig Spaß dran, dass er auslösen kann. Der Vorteil ist ja, er kann ja ruhig auslösen. Ich habe ja sowieso nicht viel. Ja, also von daher ist das ja auch erstmal alles entspannt. Machen wir erstmal da nochmal drauf. Aber Hauptsache, wir können erstmal eine Runde heilen. Damit wir das alles genießen können, den ganzen Spaß hier. Außer Milena wird jetzt rausgehauen, dann können wir da nichts mehr genießen. So, gucken wir mal, was hier kommt. Geh mal auf Garnett. So, jetzt können wir zumindest mal ein wenig Action machen. Da hatte ich jetzt aber auch wieder mehr Glück als Verstand, ne? Aber ehrlich.
Ghosten, damit wir da ein bisschen Lila nach oben kriegen. Okay, das haut Mayenna raus. Ja, wir ghosten den einen mal noch. Was hatte nicht wirklich viel Impact tatsächlich? Ah, weil er den Mana Slowdown hat. Ja, gut, okay, ist egal. Null Punkte, Alter. Ich verschwende 10 kostbare Minuten meines Scheißlebens und ich krieg 0 Punkte. Das war der größte Super-GAU, den ich schon seit langem gesehen habe. Junge, Junge, Junge. Das war ja schon echt grausam. Okay, auf geht's. Also. Lila weg, lila Diamant oder was? Also du kannst fest von ausgehen, ich werde hier spielerische Fehler machen, ne? Das ist mir bewusst, das ist mir aber auch, wenn ich ehrlich bin, scheißegal. Es ist mir sowas von scheißegal. Ich wusste es, dass da Lila mitkommt. Ja, ja. Mein Gott. Trigger den Schwefel jetzt und die andere. Ja, genau. Gib ihn. Immer drauf da. Will ihn noch einmal als Prellbomb nutzen? Boah, ja, oh, hör auf. Das ist schon gut. Ich nutze ihn nicht mehr als Prellbock. Ach, jetzt hat ausgerechnet mein Hitter alle. Ernsthaft? Ausgerechnet der Hitter? Ich hau ihn weg da. Immerhin. So, Schwefel wird gleich nochmal auslösen. Wir klauen das jetzt mal eben hier von ihr. So. Wer hat denn jetzt hier den Mana Boost? Garnett. Ja, geil. Okay. Ja, die beiden sollen im Endeffekt, können sie ruhig drauf feuern. Machen das mal so. Sie killt sich. Er killt sich. Boah, das regnet in Strömen draußen. Das spiegelt genau meine Seele gerade wieder. Da regnet sie mich auch gerade drin. Wenn ich dieses Spiel hier angucke. So, lass uns da mal von ihr klauen. So, wir triggern jetzt sie hier, damit sie sich auch killt durch den Gegenschlag, bevor Milena entweder sich entscheidet, auf der ersten Aufladung zu heilen oder in der zweiten Aufladung Boni zu entfernen. So. Das ist natürlich auch super, dass wir gar keinen Hitter mehr haben. Das heißt, wir müssen das jetzt alles irgendwie über Steine machen, beziehungsweise wir lassen sie ihre Auto-Attacks machen. Und hoffen, dass sie da immer schön. Jetzt, siehst du, jetzt will sie nämlich heilen. Jetzt ist sie nämlich weit unten mit ihrem Leben. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir da intervenieren. So, jetzt heilt sie sich nämlich nicht. Das war auch nicht so geil, aber sie killt sich zumindest. Big O, ja. Sehr gut. Sehr gut, Big O.
Ist das Max? Ne, nee, Augustus ist das. Max ist der Hund, genau. Okay, ich spiele mit Rot. Drei Rote. Ja, und Krampus nehmen wir mit. Milena und Krampus plus drei Rote. Zack, zack, zack. Radier, ne, wir nehmen Ukonen mit. Ukonen sorgt dafür, dass der Spott von Krampus nicht weggenommen werden kann. Interessiert aber hier auch irgendwie gar keinen. Nehmen wir nicht Ukonen mit, dann nehmen wir Aradia mit. Wenn es keinen interessiert, was Ukonen macht, dann nehmen wir es halt anders. Damit er ein bisschen denkt, der wäre gut. So, auf geht's, komm. Aradia, du musst alle töten. Töte sie alle. Ah, oh, Mann, ey. Ein bisschen blau haben wir ja zumindest. Spielen das mal so. Das war schon wieder sehr viel, was nicht unbedingt. Stopp. Na, dann mach halt weiter. Okay, was macht er? Er heilt, ne? Macht er auch Überheilung? Ach, what the fuck, er macht auch Überheilung. Gehen hier hin, wir machen dich an, das, wir heilen jetzt auch. Jetzt ist auch Aradia am Start. So, jetzt geht's nur noch bergauf. Genau, in ihn hier feuern. Aramis will ich erstmal noch nicht feuern, aber ich komme irgendwie nicht drum rum, in ihn zu feuern. Ich kann nur in ihn feuern. Ach mein Gott. Ich kann entweder die gelben machen, ich kann lila machen, was auch in gelb geht. Ach Mann. Prost Mahlzeit. Ja genau. Dann auch richtig drauf, ne? Hast du auch ja recht. Dann gib ihm richtig. Ist ja wenigstens nur auf ein. Das ist ja schon mal, dann haltst du nicht ganz so viel. Mariana tot. Ja, ist tot. Oder hält der Minion das noch auf? Nee, hält er nicht. Okay. Gut. Dann ist der Minion tot. Der Minion ist tot und Mariana ist auch tot. Ja, gut, dann müssen wir das einmal so laufen lassen. Machen wir das. So. Natürlich. Mach das jetzt absichtlich so? Das war nicht absichtlich. Ich wollte einfach nur Milena auf zweiter Aufladung haben. Dass das jetzt hier wieder alles kommt, das war nicht genau. Und jetzt ist der Dodge auch weg. Jetzt brauchte ich das gar nicht. Ach, was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Es ist. Ja, und Luna zum Abschluss, weil wir im Moment so gute Laune haben, oder? Naja. wir spielen mit Rot, das machen wir schon. Frage ist, brauche ich Krampus? Eigentlich nicht. Das ist nur Schwefel, der da ist. Eigentlich können wir hier auch. Nehmen Sie mit. Weiterer Support. Support für Aradia, damit wir schön den Brand die ganze Zeit kriegen. Gucken wir mal.
Wir können mit den roten Steinen, können wir Luna da dispellen und sowas alles. Das wäre ja mal was, wenn das so funktioniert, wie ich es plane. Ja. Mal den Wiederbeleber da hinten rein. Ja, können wir erstmal machen. Gucken wir, was dann kommt. Wir holen uns hier einen roten Stein nach oben. Okay, dass so viel da wieder passiert. Aha, yeah. Den hätte man wahrscheinlich sehen können. Den lasse ich mal noch gelten. So, jetzt haben wir aber den Vorteil. Ja, die Roten haben hier noch keinen Mana. Gönn dir. Ich krieg's nicht weg. Ach komm, hör doch auf. Jetzt mach dich hier nicht lächerlich. Ich hab das extra so gemacht, damit ich das wegnehmen kann, die Scheiße. So, jetzt habe ich aber... Super, jetzt sind's wieder da. Ach Mann, ey. Ich hasse diesen Kackvogel. Und dass er auch immer die richtigen Ziele treffen muss. Gib mir Riamana. Danke. So. War die falsche Mayanna, die an ist, aber besser die Mayanna als gar keine Mayanna. So. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich hier spiele, dann kriege ich blau, aber ich brauche rot. Rot kriege ich, wenn ich im Beutestein reinspiele. Der heilt aber wieder Luna hoch. Bin ich... Das heißt, ich spiele den hier und guck mal was... Aha, aha. Okay, das war gut. Das war gut. Können wir Luna killen? Gehen wir jetzt nicht auf Mayanna oder... Ja, gut. So. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Lieber Gott. Was habe ich denn getan? Ich habe genug Leben. Ich kann diese ganze Scheiße jetzt einmal wegmachen. So, das ist mir jetzt völlig egal. Sie soll erstmal wiederbringen. Sie soll erstmal zeigen, was sie kann. Dann reden wir weiter. Bei meinem Glück bringt sie jetzt alle wieder. Alle. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Gut, dass ich mir da was übrig gelassen habe. Als ob ich diese Scheiße wieder geahnt hätte, ey. Mann, ey. Na, oh, das musste noch kommen. Ja, das geschieht dir recht. Hast aber direkt mal noch Schaden mitgegeben, ne? Da. Oh boy. Oh boy, das war ja wieder... Halleluja. Halleluja. Das war der Knüller. Das war echt der Knüller. Also, das habe ich halt auch noch nicht erlebt. Was zum Teufel. Ja gut, Peter Pan, Alter. Mein Gott, Peter. Warum? Hau mich wieder auf D runter. Dieser scheiß Ukonen, ne? Ich stell einfach den ungelevelten Loki-Lachs hin, glaube ich. Einfach aus Protest ändere ich meine Defensive in so eine Scheiße um. Ach, gut, also Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser wunderbaren Liga wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.